Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal und zwar heute mit der guten Elite Trainerbox. Das ist die allererste Elite Trainerbox, die ich habe, von daher es ist ein Kindheitstraum so in etwa, von daher legen wir mal los und öffnen diese nice Box. Da sind die Packs. 1, 2, 3, 4, ja auf jeden Fall es sind 8. Lost. Auf jeden Fall, es sind 8 Packs und ich würde sagen, wir starten einfach erstmal. Weil Pikachu das Signature-Pokémon aus diesem Set ist mit Zerud, würde ich als erstes auch ein Pikachu öffnen. So, öffnen wir als allererstes mal dieses Pack. Oh, und wir sehen hier schon ein Riolu. Nur so, ich habe dieses Set davor nicht geöffnet. Also ich kenne dieses Set absolut nicht, es ist für mich komplett blind. Und hier hinten ist die Rare. Wir gucken erstmal. Wir haben eine Wasserenergie. Danach haben wir ein Tentantel. Danach haben wir ein teleskopisches Visier. Ein Ritzigel. Da ist das Riolu. Ein Kamehubs. Ein Shuppet. Ein Unratütox. Ein Evoli. Ein Overreverse, okay. Und unsere erste Karte ist ein Beemore. Eine ganz normale Rare, von daher nichts Besonderes. Und wir gehen einfach weiter in das nächste Set. Das nächste Pack. Wahrscheinlich in das nächste Set. Schön wäre es, wenn ich jetzt schon das Set haben könnte. Aber nein, ich habe es nicht. So, die Ordnung ist hier mal wieder ganz groß geschrieben hier bei mir auf dem Tisch. Nice. Ja, so. Kartentrick und es ist eine Stahlenergie. Stahlenergie. Rockheimer. Capoeira. Eine Heldenmedaille. Das Pokémon V-Max, an das diese Karte angelegt ist, erhält was minus 100 KP. Und wenn es durch Schaden einer Attacke von Pokémon, deines Gegners kampfunfähig wird, nimmt jener Spieler eine Preiskarte weniger. Du kannst diese Karte nicht an ein Pokémon V-Max anlegen, das 100 oder weniger verbleibende KP hat. Okay. Erklärt mir jetzt noch nicht so viel, warum das Ding spielstark ist so. Es wird schon bestimmt irgendwas Spielstarkes dabei haben. Aber ich sehe da jetzt den Sinn daran noch nicht. Eine Schönheit Reverse. Wenn du als erster am Zug bist, kannst du diese Karte während deines ersten Zuges spielen. Zieh zwei Karten. Nice, also nimmt mal mit. Und unsere Rare ist ein Terrakium Non-Holo Rare. Bisher nicht so gut aus 8 Packs. Und wir gehen sofort einfach in das nächste Pack hinein. Und gucken mal, was wir hier drin haben. Den Code legen wir beiseite. Genauso wie den Müll. Und wir gucken mal, was dieses Pack uns bescheren wird. Eine Psychoenergie. Okay. Psychoenergie, ein Makago, ein Flitiamo. Mir fällt gerade auf, sehr, sehr viele Karten, sehr, sehr viele Pokémon, die über 100 KP haben, an sich so als Kamen. Das wundert mich. Ein Pampuli, ein Wazapf, ein Wombol, ein Plaudergei. Forstelka Reverse Rare. Hier unten sieht man das an den Sternen, wenn man das sehen kann. Und unsere Rare ist ein Tukanon. Leider. Ist jetzt nicht die Welt gerade so, ne? Es könnte definitiv besser werden. Aber hey, ich kaufe mir das jetzt zum Spaß, als Hobby, wenn ich da eben nichts drin ziehe, dann ist es halt eben so. Es muss halt auch ein paar schlechte ETBs geben, aber anscheinend bin ich einer davon, der eine schlechte gezogen hat. Nice. So, dann machen wir ja weiter mit einer Feuerenergie, mit einer Steinkampfenergie, okay, mit einer Petra Fakt. Durchsuche dein Deck nach bis zu ein seltenes Fossil Karten, was? Bis zu zwei seltenes Fossilkarten und lege sie auf deine Bank. Mische anschließend dein Deck. Ja, wenn, also Fossilkarten sind ja jetzt hier relativ in. Und ja, wir gucken einfach mal, was wir noch hier drinne haben. Also wir können auch noch Amazing Rares ziehen, ne? Eine Amazing Rare zu ziehen, das wäre so ein Jirachi oder so ein Celebi wäre schon nice. Aber wir ziehen nichts. Wir wollen gerade schon gespoilert. Und zwar ein Beulenhelm. Beulenhelm.
Lost. Wenn das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, in der aktiven Position ist und durch eine Karte von... Und unsere Rare ist... ein Piontragi. Wie nice. Das Ding gefällt mir tatsächlich. Es ist... Alter. Niederschleudern mit 70. Eine bedrohliche Krallen mit 130. Okay. Lege zwei Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt paralysiert und vergiftet. Oh mein Gott, Alter, das ist halt wirklich heftig, ne? Das ist halt sehr, sehr nice. Unsere erste Rare, die wir heute gezogen haben. Die wird auch sofort eingetütet von den neuen Hüllen, die wir halt hier haben. Und zwar die Pikachu-Hüllen. Da ist sie. Nice, 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 nice. Unsere erste Rare, die wir hier haben. Die, ja, dann steht sie halt jetzt eben so. Oder, nee, komm, legen wir sie hier hin. Und ja, machen wir auch jetzt schon direkt weiter mit dem nächsten Pack. Und zwar mit einem Pikachu. Ja, Leute, es ist ja eigentlich momentan so, dass ich relativ inaktiv bin. Das letzte Video war ja ein Blackpink-Video, wo ich das Album geöffnet habe. Und ja, das war's halt so. Und es wird auch momentan oder demnächst auch nicht mehr nichts kommen. Das ist jetzt so momentan das letzte Video, was ich für dieses Jahr geplant habe. Es wird eventuell noch ein Video kommen, was wir so dieses Jahr erlebt haben. Weil ich habe ja letztes Jahr erst angefangen mit diesem YouTube-Kanal. Und ich hoffe einfach mal, dass euch denn das Best-of oder so gefallen wird, was ich zusammenschneiden werde. Und ja, gucken wir mal. Ein Magnaien Normal Reverse und unser Rare, ein Violet Holo. Nice. Eine, ja, eine schöne Holo. Alter, mir gefällt, dass das auch dieses Wasser im Mund Holo ist. Alter, das Holo im Mund ist auch Holo. Das ist mega nice. Das ist richtig, richtig nice. So, aber gucken wir erstmal hier weiter zum nächsten Pack. Und ja, wie gesagt, ich hoffe halt einfach, dass ihr das Best-of sehen werdet. Jetzt auch hier, gerade nochmal hier mit Facecam. Ist auch was ganz Neues so für mich. Machen wir einfach weiter. wir haben hier eine Elektroenergie. Dann haben wir eine Aroma-Pflanzenenergie. Okay. Dann haben wir ein Rockerman, ein Liga-Angestellte. Ziehe zwei Karten. Wenn Score-Stadium im Spiel ist, ziehe zwei Karten mehr. GG. Habe ich nicht. Habe ich bisher noch nicht gezogen. Funpi, Pipi, Risseblitz, Samotze, Evoli und. Eine Reverse Rare mit Atmurai. Atmurai, auch eine wunderschöne Starterentwicklung. Meiner Meinung nach einer der besten Pflanzen-Starterentwicklungen. Und unser Rare ist ein Glamara. Bisher nicht so gut. Wir haben noch zwei Packs. Ja, hoffen wir einfach mal, dass in diesen beiden Packs was Gutes drin sein wird. Eventuell noch eine Wii. Please. Ich will noch einmal eine Wii haben. Und ja, gucken wir einfach mal, was uns diese zwei Packs denn noch zu bieten haben. So, ich wurde nicht gespoilert, zumindest noch nicht. So, drehen wir das um. Und gucken wir mal, was wir hier haben. Ich würde sagen, wir machen mal ein... Ihr seht es zuerst Pack. Dazu muss ich mal ganz kurz hier das Fenster schließen, damit ich das nicht sehe. Die Karte ist die Rare. Es ist was Besonderes. Sagt es mir am besten jetzt in die Kommentare. Und ich hoffe, ja, es ist halt wirklich was. Gucken wir jetzt einfach mal, was es ist. Wir haben hier eine Pflanzenenergie. Ein Krakelo, ein Kokuna, ein Zablalek, ein Pipi, ein Frisseblitz, ein Samurzel, ein Evoli, ein Riolu und ein Karmahubs Reverse und ein Zaplarang. Leider Gottes, ein Zaplarang. Ja, uns bleibt dementsprechend nur noch ein Pack. Und damit hat sich die ETB für die 50 Euro, die es gekostet hat, bei Spielemax, hat sich das absolut nicht gelohnt. Danke dir. Danke dir definitiv dafür.
Wir hoffen einfach mal, dass hier drinne eine gute Wii oder was weiß ich drinne ist. Und das Pack geht sehr, sehr schwer auf. So. Ja, Leute, das ist ja eigentlich auch mein allererstes. Oh mein Gott, da habe ich es gerade schon glitzern gesehen. Das ist ja mein allererstes Pack. So mein allererstes Opening, was ich jetzt eben so mache. Und, oh mein Gott, ich habe es schon gerade eben schon übelst glitzern sehen. Da ist 200% etwas. Kukuna, Metang, Elezeba, Zanheel, Leckneue. Bitte eine Amazing Rare? Amazing Rare? Nein. Und unsere letzte Karte, es ist ein Maritalid V. Oh mein Gott, nice. Alter. Dennoch in Full Art. Alter, die sieht mega nice aus. Hört sie euch an. Nice. Eine Full Art. Wenigstens haben wir daraus noch zwei Puls geholt, ne? Wenigstens haben wir jetzt ein Maritalid oder drei Puls aus 8 Packs. Würde ich sagen, ist ein bisschen mangelhaft. Aber was will man machen? Wir haben einmal das Maritalid, ein Wailord und ein Piondragi V. Und ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da und eventuell sehen wir uns bei einem nächsten Opening oder dann eventuell doch bei dem Best of des Jahres wieder. Lasst eine positive Bewertung da und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Von daher, ciao!